Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt, unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen rund um die Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Fräsen von Freiformflächen mit einer Dreiachsen-Fräsmaschine. Unsere Agenda: Wir beginnen mit der Definition und den grundsätzlichen Arten der Freiformflächenbearbeitung über die Erzeugung und das Handling von Datensätzen bis hin zu den Funktionen natürlich der Sinumeric zur Verarbeitung dieser Freiformflächen. Und natürlich auch wieder unser praktisches Beispiel. Heute wird die exemplarische Herstellung einer Spritzgussform demonstriert von einem ganz alltäglichen Gebrauchsgegenstand einer Zahnbürste. Die Freiformfläche ist eine Fläche, deren Form zum Beispiel durch Kontrollpunkte und Randkurven festgelegt ist. So gesehen fällt der Begriff unter die geometrische Datenverarbeitung. Grundsätzlich gilt natürlich, es sollten während des Fräs- bzw. Bearbeitungsprozesses immer nur so wenig Achsen wie möglich im Eingriff sein. Wir sagen dazu, es sollten so wenig Achsen wie möglich interpolieren. Zum Beispiel bei diesem Teil, diese 3D-Flächen lassen sich sehr schön mit einem 3-Achsen-3D-Verfahren abzeilen. 5 Achsen sind hier nicht nötig, weil es keine Hinterschnitte zum Beispiel gibt. Selbst wenn die Fläche nicht planar zu X und Y ausgerichtet wäre, sondern leicht schräg angestellt ist, kann man hier auch das Werkzeug anstellen und dann fräsen und dann wieder zurückschwenken. Aber es wird generell 3D, 3 Achsen bevorzugt gefräst, damit es, wie gesagt, so wenig wie möglich Achsen bedarf, die hierbei zum Einsatz kommen. Eine Voraussetzung für die Bearbeitung von Freiformflächen und für das Fräsen von Freiformflächen ist eine funktionierende CAD/CAM-Prozesskette. Diese CAD/CAM-Prozesskette besteht aus CAD, computergestütztes Konstruieren, aus CAM, computergestütztes Programmieren und aus einem Postprozessor, wie der Name schon sagt, ein sogenannter Nachprozess. Das heißt, das, was im CAD/CAM passiert, übersetzt er nachträglich in ein Textfile. Das heißt, dieses Textfile ist ein für die Sinumeric CNC-Steuerung lesbares und interpretierbares Format. Bedeutet CAD/CAM, Postprozessor, CNC-Steuerung. Das ist die sogenannte Prozesskette. Schauen wir uns diese Funktionsweise der CAD/CAM-Prozesskette mal anhand unseres CAD/CAM-Systems NX im Detail an. NX beinhaltet alles, was man benötigt, um CAD-Daten zu bearbeiten und mit Programmierung im Bereich CAM zu versehen und natürlich auch den Postprozessor. Der ist da implementiert, um am Ende dieses sogenannte maschinenlesbare Format zu bekommen. Hier mit Spannmittel, Werkzeugen und Maschinentisch, im Prinzip alles, was der Produktionsprozess live auch beinhaltet, ist hier sehr gut abgebildet im NX und wir fräsen hier mal die sogenannte Trennfläche. Das ist die Fläche, wo die zwei Spritzgussformen, die Ober- und die Unterseite, zusammenkommen und auch wieder auseinandergehen, da wo die sich trennen. Wie gesagt, diese Trennfläche wird geschrubbt und danach geschlichtet. Hier ist eine sogenannte 3D-Oberflächenfräsoperation zu sehen. Die soll jetzt in dieses NC-Programm umgewandelt werden. Nachdem diese Operation angeklickt und auf die Oberfläche gelegt wurde, verifizieren oder vergleichen wir diese Programmierung mit der Simulation, um zu sehen, dass das Ganze auch kollisionsfrei, prozesssicher und so wie vorgesehen auch funktioniert. Und das soll exemplarisch mal ansimuliert werden. Und jetzt starten wir den implementierten Postprozessor, der ist genau auf die Maschine und die jeweilige Steuerung abgestimmt. Und dieser Postprozessor liefert alle Informationen, um das an der Maschine zu realisieren, was wir in der Simulation gesehen haben. Diese Textdatei
wird in unsere Sinomerik importiert und dann anhand der Mold-Making-View, der Formenbauansicht, verifiziert, ob wir auch das richtige Programm ausgewählt haben. Man sieht hier sehr schön die Werkzeugbahnen, die dargestellt werden, und mit der Funktion Fläche wird anhand von Flächensimulation bzw. Flächendarstellung nachvollzogen, ob die Werkzeugbahnen stimmen und ob das Werkzeug auch den richtigen Weg auf der Oberfläche nimmt. Ein Ziel der Ausgabe des NC-Programms aus der CAD/CAM-Prozesskette, sprich aus dem Programmierprozess, ist, eine möglichst optimale Punkteverteilung zu erreichen. Denn nur mit einer harmonischen Punkteverteilung können qualitativ hochwertige Werkstückoberflächen erzeugt werden. Hier links zu sehen, das ist eine nicht so optimale Punkteverteilung nach der NC-Ausgabe. Das ist unter anderem ein Grund für eine schlechte Werkstückoberfläche. Und ganz rechts zu sehen, eine sehr harmonische Punkteverteilung. Das ist wiederum auch die Grundlage für eine sehr gute Werkstückoberfläche. Wie lässt sich das Ganze realisieren? Das Kernstück unseres 3D-Fräsens mit der Sinomerik ist unser Cycle 832. Die Funktionen Top Surface, Top Speed, Top Speed Plus und auch die eventuell einzustellende Konturtoleranz werden darin vereint und sind darin auch änderbar. Und mit der Funktion High Speed Settings, Cycle 832, also die Hochgeschwindigkeitsparameter, hier werden die Daten für die Bearbeitung von Freiformflächen vorbelegt für eine möglichst optimale Bearbeitung. Aber mehr dazu in unserem Praxisteil direkt an der Sinomerik-Steuerung. Es gibt zwei Grundkomponenten in diesem Cycle 832. Das ist einmal die sogenannte Look-Ahead-Funktion, also die vorausschauende Funktion, und einmal der CNC-Kompressor. Wir sagen zu der Funktion auch CompSurf. Look-Ahead heißt, das vorausschauende und satzübergreifende Geschwindigkeitsprofil mit möglichst hoher Geschwindigkeit. Es werden definierbare Verschleifungen von Ecken vorgenommen. Das kann man sich wie mit dem Autofahren vorstellen, wenn man in eine Kurve fährt. Man fixiert den Kurvenbeginn an, den Scheitelpunkt der Kurve und das Ende der Kurve. Und hier versucht man, diese drei Punkte möglichst so anzufahren und zu tangieren, dass eine möglichst harmonische Durchfahrt erreicht wird. Das erfolgt natürlich in Millisekunden in der NC-Steuerung, aber das Prinzip ist ziemlich das gleiche. Und CNC-Kompressor, der fasst quasi Sätze zusammen zur Erzeugung von glatten und wir sagen krümmungsstetigen Bahnen dazu. Das ist eine Funktion, wie gesagt, dass nicht die Krümmung abrupt angefahren wird, sondern stetig an den Punkten vorbei und übergreifend verbunden wird. Zu beachten ist, die Funktion Top Speed Plus ist eine applikationsspezifische, das heißt eine Inbetriebnahmetechnische Funktion, die nach dem Anwählen von Top Surface verfügbar ist, aber durch den Maschinenhersteller in Betrieb genommen werden muss. Das heißt, individuell für jede Maschine und den parametrischen Inhalten der Steuerung. Top Speed Plus wird eingesetzt an der Sinomerik oder ist verfügbar für die Sinomerik 828D und Sinomerik One. NC-Programme, also der Output aus unserer CAD/CAM-Prozesskette, können bis zu mehreren 100 MB groß werden. Es ist mal abhängig davon, wie groß das Bauteil ist, welche Technologie ich im CAD/CAM-Programm verwende und natürlich auch, wie fein die Toleranz ist, wenn ich Schlichtprogramme erzeuge. Das kann variieren von bis. Und wenn wir es mit etlichen MB großen Programmen zu tun haben, dann ist das für den CNC-Anwenderspeicher zu groß, denn dieser ist in seiner Speicherkapazität limitiert. Eine elegante Lösung für diese Sache ist das Abarbeiten von externen Speichermedien. Diese externen Speichermedien können sein Netzlaufwerke, ein Server, wo die Maschinen miteinander vernetzt sind, oder eben die interne
CF-Karte oder SD-Karte bei der Sinumeric One oder auch natürlich USB-Sticks und USB-Festplatten. Diese optionale Funktion EES, Execute External Storage, also das Abarbeiten von externen Speichermedien, sorgt dafür, dass man genauso von diesen externen Speichermedien arbeiten kann wie vom NC-Anwenderspeicher. Vom Programmmanager aus kann ich hier zu sehen in der horizontalen Softkey-Leiste vom NC-Anwenderspeicher oder auch von den eingebundenen und angeschlossenen externen Speichermedien die Programme nicht nur verwalten und editieren, sondern auch ganz direkt abarbeiten. Ein Highlight in der Sinumeric bei der Abarbeitung von Freiformprogrammen ist der sogenannte Interrupt Point, das heißt die Unterbrechungsstelle und Satzsuchlauf. Was heißt das genau? Falls zum Beispiel bei einem Stromausfall die Maschine plötzlich stoppt und nach Beseitigung dieser Störung man an dieser Stelle weiterfräsen möchte oder muss, da wird mit der Aktivierung der Funktion Interrupt Point und anschließendem Satzsuchlauf genau diese Stelle wieder angesteuert, wo die Unterbrechung erfolgte. Das ist äußerst prozesssicher und zeitsparend. Und wie die Abarbeitung von Freiformflächen, das Fräsen von Freiformflächen von sich geht, das zeigen wir direkt in der Praxis an der Maschine. Unser fertiges Werkstück, die Unterseite der Spritzgussform, unsere Zahnbürstenform. Und dies wird, wie gesagt, realisiert durch den Schrubbvorgang, das Restmaterialschrubben und das Schlichten. Und hier ist unser Programm. Dies haben wir ja über NX und den Postprozessor erzeugt. Aufgrund der doch recht großen Datenmengen bedienen wir uns eines externen Speichermediums, unseres Datensurfers, und greifen dann vom Surfer, von der Maschine auf den Surfer zu, um das Programm reinzuladen. Hier sehen wir auch unseren Cycle 832, den wir natürlich auch nach der Erzeugung des NC-Programms direkt an der Steuerung noch bei Bedarf editieren könnten. Und auch hier ist auszuwählen Schrubben, Schlichten oder auch eben unser Top-Surface mit den verschiedenen Oberflächengüten, wo man dann die gewünschte Toleranz bzw. Oberflächengüte einstellen kann. Und wenn, wie gesagt, nach dem Schrubben, Restmaterial bearbeiten und dem Schlichten, wenn diese Form dann fertig ist, das ist jetzt nur die Unterseite der Form, würde dazu ja noch, wie gesagt, eine Oberseite gehören, wo dann, wenn die beiden Formen zusammenfahren, sagt man dazu, der Hohlraum entsteht, dann wird flüssiges Plastik reingespritzt und nach dem Erkaltungsvorgang ist dann die Zahnbürste fertig. Die entsteht dann natürlich ohne die Borsten, die werden dann nachträglich noch eingearbeitet, würde dann das Ganze dann bei geöffneter Form so aussehen. Wie das Ganze jetzt im Detail funktioniert, das schauen wir uns praktisch an. Zuerst das Schrubben, also das grobe Entfernen des Materials. Dies erfolgt mit einem Schaftfräser. Dieser Schaftfräser nimmt so viel weg, dass erstmal grundsätzlich das meiste Material so weit entfernt wurde, dass der Kugelfräser im sogenannten Restmaterialfräsen einen definierten Materialabtrag für das Schlichten vorbereiten kann. Dies hat mit dem Schnittdruck zu tun. Schnittdruck heißt, wenn der Fräser auf Material trifft, dann setzt dies einen Widerstand entgegen. Dies ist zwar nur im Mühbereich, aber immerhin messbar und an der Oberflächenqualität teilweise sichtbar. Und wenn man ein gleichmäßiges Schlichtaufmaß lässt, hat man überall die gleichen Schnittbedingungen. Das Schrubben selbst ist fertig und der Fräser für das Restmaterial ist bereits ein Kugelfräser. Das Restmaterialfräsen orientiert sich immer am Aufmaß, sprich an dem Material, was man beim Schrubben stehen gelassen hat, um ein allseitig gleichmäßiges Aufmaß für das Schlichten bereitzustellen.
Man sieht, die Abstände zwischen den Fräsbahnen sind so gering, dass eine spiegelglatte Oberfläche entsteht. Das ist auch das Ziel des Schlichtens. Wie gesagt, man macht die Schlichtbearbeitung nur so gut, wie vom Auftraggeber gefordert. Das dauert in diesem Fall ungefähr eine Stunde. Mit solch einer Spritzgussform werden dann eine große Anzahl von Zahnbürsten gefertigt. Wir haben gesehen, dass in der Freiformbearbeitung hauptsächlich 3- oder 5-Achs-Fräsmaschinen eingesetzt werden, die jedoch zumeist 3-Achs simultan arbeiten. Für optimale Oberflächen und Bearbeitungsgeschwindigkeiten im Werkzeug- und Formenbau ist die Beherrschung der kompletten CAD-CAM-CNC-Prozesskette von entscheidender Bedeutung. Top Surface und Top Speed Plus sind Funktionen, die neue Maßstäbe in Hinsicht der Oberflächenqualität und Bearbeitungsgeschwindigkeit setzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.